Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Ich habe gerade mal schon mal, ich war gerade mal lustig, ich habe einfach mal den Fingers umgehauen, weil ich mir dachte, komm, mach's da einfach mal und was soll schon passieren. Hatte nichts Spannendes, leider Gottes dabei. Rechts, links, rechts, scheiße. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, 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 rechts. Ist ein Linksradikaler. Rechts, links, 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 links. Ach, guck mal. Ach, ein bisschen Erz. Ich dachte mir vielleicht, bevor wir ins neue Lager zurückkehren, gehen wir nochmal ein bisschen auf Diebestour. Hey, du hast da drinnen nichts verloren. Gehen wir noch ein bisschen auf Diebestour im alten Lager. Ich sag ja noch, können wir. Ne? Deswegen sollten wir das vielleicht auch machen. Ja, das war ganz toll. Großartig. Ach komm, lass mich da hoch. Weil da oben latscht ein Mangadist lang und dem würde ich gerne mal aufs Maul hauen. Beziehungsweise versuchen aufs Maul zu hauen. Husch, gehen wir mal hier durch. Stört ja keinen. Da ist eine Leiter. Yippie. So, dann haben wir nämlich den Gardisten im Notfall. Guck mal, da hinten ist er. Dann haben wir den im Notfall ausgeschaltet. Das bedeutet, falls wir uns dann hier einfach mit allen anlegen, geht der mir nicht auf den Sack. Er hat so eine fette Rüstung. Ich bezweifle irgendwie, dass wir den. Und der holt instant. Steck die scheiß Waffe! Der holt instant seine Armbrust. Lücke! Okay, ich werde von allen Seiten angefickt. Klarer Sieger würde ich sagen. Oder ja. Zeit. Okay, so viel dazu. Wer hat denn da hinten geschossen? Ach, wahrscheinlich Fletcher, der kleine Hurensohn, oder wie der Typ heißt. Okay. Ja, Fletcher. Müssen wir vielleicht mal gucken, wenn der Typ abhaut. Das wollte ich gar nicht. Ach, guck mal. Wieder zwei Schläge aus. Stark genug. Ein Kampf. Ja, hast du früh bemerkt. Nicht mehr so viel, aber ja. Lass dich auf jemanden, du bist fertig. Für den Notfall, falls wir überhaupt kein Erz mehr haben. So, die hinten können wir mal übers Ohr hauen. Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. Meinst du nicht? Stark genug. Na gut. Ist jetzt nicht so die Ausbeute. Aber nur ja. Wir können wenigstens ungestört hier mal in die Hütten rein. Auch wenn hier wahrscheinlich eh nicht so viel ist. Rechts, rechts, scheiße. Rechts, 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 links. Jawohl, wir haben den Plunder einsammeln, den können wir auch wieder verkaufen. Hat überhaupt keinen Sinn, was ich mache, ich weiß. Was aber hast du da drin? Weiß ich nicht. Ich hab's mit dir getrieben. Rechts, rechts, scheiße. Rechts, links, links. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, rechts. Yay, ein Heiltrank. Mist, allein wenn wir schon einen Heiltrank finden, hat sich's eigentlich schon wieder gelohnt, finde ich. So, was ist hier Schönes drin? Eigentlich ist das hier echt schön eingerichtet, ne? Rechts, nee, links, rechts, links, links, rechts, 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 links, rechts, rechts, links. Ja, diese kleinen Toten, die sind halt immer nur so vierfach abgesichert, also. Ne? Hey, du. Oh, ein Kerzenständer. Meiner. Abgezogen. Truhe, rechts, scheiße. Links, links, rechts, links, 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 rechts. Links, 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 links. Ich höre nichts gebombt. Bleib aus den Hütten draußen. Und wenn nicht? Der Kampf ist entschieden. Er hat ihn fertig gemacht. Schade, dass man nicht Doppelerfahrung bekommt. Wo ist denn Fletcher? Fletcher ist weg. Heißt der Gay, ohne Witz? Ach, Guy. Ich dachte Gay. Okay, also Fletcher ist weg. Theoretisch ist mein Mörder nicht mehr da. Dann speichern wir nochmal ganz kurz. Gehen mal so richtig nah ran. Warte. Steck die Scheiß! Glück! Klarer Sieger!
Sieger, würde ich sagen. So geht das auch, ne? Okay. Haben wir ein Gardisten weniger? Ich will gar nicht nachgucken, wie viel Schaden seine Waffe macht. Und es ist sowieso besser. Ich dachte, das wäre schon lange gewesen. Ja, dachtest du wohl. Er hat ihn fertig gemacht! Ich doch nicht. Das wird. Bis jetzt hast du keinen Unterhaltungspartner mehr. Klarer Sieger, würde ich sagen. Was machst du dagegen? Nichts. Hätte sein können, dass er jetzt eine neue Armbrust bekommen hat. Scheiße. Ich glaube, es lohnt. Der hat genug. Ich habe nichts gesehen, wirklich nicht. Ich glaube, es lohnt, in Anführungsstrichen, auch echt nur noch, wenn wir Schatten aufs Maul hauen, weil die Buddler 20 XP. Naja. Ah, guck mal, hier hinten ist Fletcher. Vielleicht können wir den auch mal ein bisschen zerfletschen. Ja, ich speichere ab wie eine Pussy. Steck die scheiß Waffe! Ja, ja. Glück gehabt! Das hat du davon. Huch. Richtschwert. Dankeschön. Ja. Nach und nach, ne? Ein bisschen Brot fressen, haben wir mehr als genug. Die Fletcher. Kick's ja blöd, ne? Sonst mich noch blöd anmachen, dass ich Schutzgeld bezahlen soll und jetzt wirst du von mir abgeschlossen. Das wird dir noch leid tun. Och, halt's Maul. So, was sagst du denn dazu, Emil? Willst du wieder? Hey du. Wenn du dein Schutzgeld. So, weil ich. Achso, ja, okay. Verstehe. Ja, ist okay. Lass mich mal vorbei. Das wäre der Idiot, wo Neck und so, ne? Aber den haben wir ja schon längst gefunden. Ich hab dir bloß vergessen anzuquatschen. Hupsi. Hupsi-dupsi. Lass uns lieber. Ja, lass uns lieber. Oh, immer wieder dieselbe Waffe weg! Kluges Kerlchen. Der Kampf ist entschieden. Ah. Na, so ein bisschen. Bisschen Krieg machen hier, ne? So habe ich das damals auch immer gemacht, also ganz ehrlich. Ne, okay, so nicht, aber auch immer gemacht. Ich meine, irgendwie muss man ja an Erfahrungspunkte kommen. Buff. Tut mir fast schon leid, den die dazu knüppeln. Das wird dir noch leid tun. Ach komm, jetzt mal. Du kannst das ja auch machen, weil ich meine, die sind ja dann nicht böse. Die sagen dann vielleicht, hä, du hast das Maul gehauen. Das finde ich jetzt doof. Aber das ist auch alles, was sie machen. Also sagen sie sich irgendwie, okay, du hast mir aus dem Maul gehauen, dafür trainiere ich dich nicht mehr oder so, weißt du? Ist ja nicht. Willst du mich anziehen? Ah, Karim ist immer noch eine kleine Herausforderung, gibt aber erstaunlicherweise weniger XP als Sketty. Ist ja interessant. Na egal. Auf jeden Fall haben wir Karim jetzt endgültig besiegt, ja. Ja, jetzt haben wir ihn endlich mal fertig gemacht, haha. Ja, schön. Verlass. Ist hier eigentlich irgendwas? Ne, hier sind nur City-Räume. Du bist schon tot, du weißt es noch. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ja, echt mal. Hätte dir klar sein müssen. Ich höre nicht mehr auf das. Also, die Neonen können wir eigentlich auch noch verprügeln. Ist ja keiner da, den es interessieren könnte. Und ich sag mal wieder, zum Glück kann man unendlich viel Sachen mitnehmen. Sonst hätte ich schon ein kleines Problem. Okay, hier können wir das leider nicht mehr machen, weil die scheiß Gardisten halten ja zusammen. Die fangen ja dann gleich an zu schießen oder Schlimmeres. Warum passiert sowas immer wieder? Weil du dumm bist. Mann, damals konnte man da sowas von locker hochspringen. Heute geht das auch nicht mehr. Alles gepatcht ist das Scheiße. Ich hasse Patches. Patchen sollte man verbieten. Mann. Ich wollte dann nach oben zu dem Gardisten. Ja gut, dann gehe ich halt den normalen Weg. Ist ja gut, ist ja gut. Ihr habt's ja gewonnen. Wäre das ganz anders gelaufen. Hier könnte man theoretisch auch noch verprügeln. Weil eigentlich, ja gut, der Typ da oben, der könnte. Ja, und der Kollege da hinten vielleicht. Oh, ich guck einfach mal. Ich schau mal, was passiert.
Und wenn mich keiner abschießt, dann mache ich einfach mal weiter. Ne? Gardist? Ja, nee, eigentlich dürfte der mich nicht sehen, soll ich jetzt mal. Und du nimmst die Armbrust, die perfekt. Waffe weg. Dein Glück. Gut, das interessiert ihn nicht, gut. Sehr schön. So muss er doch laufen. Der hat genug. So sieht aus. So muss es doch laufen. Ne? Finde ich gerade schön, dass die Texturen alle weg sind. Hui, jetzt ist alles weg. Ist alles wieder da. Okay. Ah, da hinten ist noch ein Gardist. Das Problem ist, jetzt bin ich wahrscheinlich auch in seiner Reichweite. In seinem Aktionsradius. Ich kann es ja mal ausprobieren. Gut. Steck! Glück gehabt! Ja, es interessiert ihn. Es interessiert ihn. Er hat sich auf jeden Fall die Armbrust geschnappt und ist losgelaufen. Das ist alles, was ich gesehen habe. Er wird wahrscheinlich gleich unten auf mich warten. Wahrscheinlich. Ja, da ist er. Das wird dir noch leid tun. Der wird mich höchstwahrscheinlich auch abschießen, sobald er mich sieht. Oder zumindest nach mir schießen. Soll ich riskieren? Puff. Ja. Gib's ihm! Und Superman trifft natürlich immer. Ja gut, das müsste man vielleicht mal machen, wenn der Typ nicht da ist, ne? Na gut, gehen wir erstmal weiter, suchen wir uns neue Opfer. Aber theoretisch kann ich auch einfach in der Nacht drüber schlafen. Das vergessen die ja meistens wieder. Aber wir probieren es nochmal. Dann gehen wir einfach mal in der Nacht drüber schlafen. Steck! Glück gehabt! Mein Gott. Ba-ba. Okay. Dann verbissen wir uns jetzt mal ganz schnell und flockig. Husch. Ich höre nicht mehr auf das Gefallen. Hey, du. Hey, was ist los? Raus aus meiner Hütte oder. Halt die Schnauze. So, haben wir eine Nacht drüber geschlafen? Hey, du. Ach, Blottwin. Ich glaube kaum, dass. Blottwin, mein geiles Stückchen. Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Was willst du, kleiner Witzbold? Er hat ihn fertig gemacht! Er hat ihn fertig gemacht! Da wackelt er erstmal den Kopf. Ein Glück. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ach. Ich hab zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Jo. Er muss noch mit jemand anderem geredet. Ja, mit Grimm, ich weiß. Das kommt etwas spät. Hey, wenigstens kann er da auch klettern. Okay, ist wieder der Gardist, aber der hat ja keine Waffe mehr. Und da unten steht der Typ. Ob wir den jetzt das Maul hauen können? Weg mit der Waffe, weg damit! Das ist eine Nahkampfwaffe. Dein Glück. Ich hab nichts gesehen. Ficken. Tu das nie wieder. Ah, Mann, der hatte null diese HP-Teil. Ach, scheiße. Egal, er ist gleich tot. Kein Herz? Du nutzloses Stück Dreck. Kein Herz. Entweder war das jetzt ein Spielfehler. Oder ich habe mein Herz irgendwo liegen gelassen. Oh Gott, das wär so unendlich dumm. Aber das könnte ich mir bei Gut und bei Mirko wieder gut vorstellen. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon. Für einen Moment dachte ich jetzt schon, Scheiße.
Oh Mann. Oh, hätte ich alles zurück abklappern müssen, wo das scheiß Erz ist. Weg, komm halt mal. Ich hab nichts gesehen. 500, nice. Knochenbrecher, okay. Und der hat auch so eine super Armbrust, ne? Schwere Armbrust. Boah, das würde sich jetzt auch schon wieder lohnen, einfach die Armbrust zu skillen, ne? Ah, oh, Knochenbrecher, wo ist denn die Scheiße? 54. Nur Schrott hier. Stark genug. Ich hab nichts gesehen. Wirklich nicht. Du wirst wenig Zeit haben, das zu... Ach, halt's Maul. Was willst du schon tun? Willst du dich... Ja, hör mich schon gerne. Okay. Immer noch knapp 5000. Scheiße. Okay. Hey. Geh ich erstmal schlafen. Du. Obwohl ich es gerade getan habe. Hey du, ja, raus aus meiner Hütte oder ich rufe die Wachen. Halt's mal an. Ja, zugeben, das war schlecht überlegt. Ich dachte, ich hätte noch nicht geschlafen. Ich habe nichts gesehen. Wirklich nicht. Weil es, ach, guck mal, Bloodwin. So, da haben wir uns erstmal an alle Geldeintreibe hier gerecht, sag ich jetzt mal. 500 XP für den Idioten ist ja auch nicht schlecht. Ich finde es halt schade, dass sie das nicht bemerken, dass man sie umgehauen hat. So von wegen, okay, okay, ich ne, jetzt zahle ich dir Schutzgeld oder so. Das wird dir noch sehr leid tun. Aber jetzt mal. Hast du irgendwas dazu sagen? Willst du? Ja, okay. Gut. Wir sehen uns. Pass gut. Okay, ist ja gebongt. Ich geb's hier schon auf. Quatsch mich nicht an. Wie oft hab ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Ja, das ist Kyle, den habe ich am Anfang wohl ganz wissentlich verpasst. Und jetzt ist Kyle hier. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Tja, aber so gesehen, sie haben dich gewarnt. Also halt die Fresse. Mein Gott, wenn du halt nicht auf die Leute hörst. Ist da so. Ich habe ihnen gesagt, bau nicht am Graben. Er baut am Graben. Pech gehabt, oder? Wie seht ihr das? Nasslei. Oh, da oben ist wieder ein Gardist. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch schon, wenn man behindert ist, dann schon. Oh, er kann da hochklettern, wie schön. Hallöchen, Gardist. Möchtest du? Ja, die sind außer Reichweite. Die sind außer Reichweite. Weg mit der Waffe! Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. Das sagst du mit deinen eigenen Gardisten? Das ist ja nicht nett. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Okay. Ob ich es wohl irgendwann mal schaffen werde, den einen Gardisten niederzuhauen, ohne auch nur einen Schaden zu nehmen? Ich glaube nicht. Okay, damit werden erstmal alle Gardisten, alle möglichen Gardisten, kaputt gehauen. Huch. Weil die hier umzuhauen wäre ein bisschen doof, ne? Weil kommen da gleich 10.000 Leute an. Ne, das ist ein bisschen doof. Ein bisschen. Weil theoretisch könnten. Ja, man. Wieso kann man denn da nicht hochspringen? Muss man die Leiter hochklettern wie ein Behinderter? Och, und da fällt ja auch noch die Leiter runter, Mann. Sehr schön. Ja, der Gardist hier müsste eigentlich auch noch möglich sein. Huch. Ja, das sollte auch noch hinaus. Weg mit der Da. Da holt jemand anders ein Schwert raus. Der hat genug. Solange ich bin, kann ich das tun. Hat er irgendwann ein Problem damit gehabt? Ach, guck mal. Ich halte mich da lieber an. Wieso kann der denn da hochspringen? Und wie oft kann der schlagen? Ja, weil das ein Gardist war, der kam dann doch angeschissen. Ah, wie hat der ihn geschlagen, Alter? Oha. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Oh, ich bin doch gleich wieder weg von neuem. Ja, nimm sein Schwert. Das ist toll. Gute Kameradschaft. Ihr seid die Besten. Ohne Witz.
Okay, scheiß drauf. Wir haben hier genug Leute zusammengeprügelt. Das war wahrscheinlich... Wahrscheinlich, ich will ja nichts beschreien, aber ich glaube, das war der letzte Besuch hier. Ne? Ich glaube, das kann man so sagen. Und ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Gothic 1. Bis dahin, tschüss.